Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 4 im Milton General Hospital, wo wir auf der Suche sind nach Sinjin. Oh, und da sind wir auch schon. Okay, er will mit uns reden, sagt er. Dann machen wir das doch mal. Moment. Machen wir uns erstmal einmal durch. Sicher, sicher. Ach, guck mal. Moment. dafür haben wir die Kleidung, ja. Wir haben doch hier. Den ziehen wir erstmal an. Ja, damit können wir ja schon mal ein bisschen was rausholen. So, und vielleicht, aber ich befürchte fast nicht. Wahrscheinlich nichts, was irgendwie. Glück. Ach, guck mal. Glück, Charisma. Das senkt die Stärke. Das ist natürlich jetzt dann für uns jetzt gerade schlecht ein bisschen. Hm, haben wir sonst noch was? Irgendwie was? Stärke, Ausdauer, Schaden, Wahrnehmung. Traubenmentats. Was heißt das denn jetzt? Achso, einfach nur temporär plus 5 Charisma. Kostet ja nichts, ne? Ach, geht. Ja, sie, was? Oh. Sorry. Sorry. Habe ich die Traubenwinter habe ich jetzt eingeworfen. Keine Bewegung, Arschlöcher. Wenn ihr nur einen Mucks macht, seid ihr dran und eure Familien auch. Ja, das habe ich ja gemerkt. Wenn du nur einen Schritt näher kommst, werden wir sehen, was Kenzo im Mädchen hat. Okay. Was willst du, Sinjin? Dazu kommen wir noch. Ein paar dieser Loser warten noch immer auf den legendären Silver Shroud. Sie glauben, er wäre direkt aus einem Comic gesprungen. Aber du und ich wissen, dass Shroud bloß du in einem flohverseuchten Kostüm bist. Du bist schwach. Du bist hier. Und warum? Wegen deines kleinen Freundes? Freunde machen einen nicht schwach, sondern stark. Du machst dich zum Affen, weil dir so viel an diesem Schwächling hier liegt. Und du hältst dich für stark. Dann pass mal gut auf, weil ich Kinder töten werde. Und dann werden wir dich wie ein Sieb durchlöchern, bis von dir nichts als Brei übrig bleibt. Und dann gehe ich nach Good Neighbor und mach dort jeden einzelnen Schweinehund kalt. Und ich brenne alles nieder. Keiner legt sich mit Sinjin an. Was Kent wirklich fertig machen würde? Wenn sein Freund, sein Held sterben würde. Direkt vor seinen Augen. Genieß die Show, Kent. Du bist dran, sobald ich mit Shroud fertig bin. Ja, sehr gut. Das war natürlich jetzt ärgerlich. Hm, Leute, da müssen wir mal gucken, ob wie oder ob wir das hinkriegen. Ich guck mal noch mal kurz durch hier. Ich glaube, da mache ich es doch anders. Dann würde ich doch hoffen, dass wir das so hinkriegen. Dass wir einfach mit den Tabletten, die wir jetzt eingeworfen haben, genug rausholen. Und dann würde ich eine andere Waffe auch nehmen. Und zwar das hier dann doch. Was haben wir? Die Splittergranaten haben wir ausgerüstet. Okay, ja, das machen wir so. Keine Bewegung, Arschlöcher. Wenn ihr nur einen Mucks macht, seid ihr dran und eure Familien auch. Und du, Shroud. Ja, das haben wir ja jetzt einmal durchgespielt, das Spiel. Werden wir sehen, was Kenzo im Köpfchen hat. So. Wir könnten auch als Shroud sprechen. Ich glaube, das lassen wir. Direkt aus einem Comic gesprungen. Aber du und ich wissen, dass du ein Mensch bist. Und schwach. Du bist hier. Und warum? Wegen deines kleinen Freundes? Genau. Freunde sind keine Schwächer. Ich mach jetzt das mal lieber so, wie wir das. Weil dir so viel an diesem Schwächling hier liegt. Und du hältst dich für
stark. Dann pass mal gut auf, weil ich Kent dann töten werde. Und damit das klar geht. Bis von dir nichts als Brei übrig bleibt. Und ja. Keiner. Ja. Weißt du, was Kent wirklich fertig machen will? Ja. Netter Versuch. Toll. Ach toll. Vor allem kriegen mich richtig auf den Arsch hier. Kleidung. Ah ne, wir haben ja jetzt hier die richtigen Klamotten. Aber ihr seht. Ja. So. Was willst du? Dazu kommt du ein paar dieser Loser. Aber du bist hier. Freunde. Du machst, dann pass mal gut auf. Mhm. Und dann werden wir dich wie ein. Und dann keiner. Weißt du, was Kent wirklich fertig machen würde? Wenn sein. Genieß die Show, Kent. Du bist dran, sobald ich mit Shroud fertig bin. So, jetzt muss ich mich aber auch direkt praktisch zurückziehen. Ja. Boah. Wie machen wir das denn? Ist ja gar nicht mal so einfach irgendwie gerade, ne? Noch kann ich die Waffe hier mal wechseln. Das mache ich auch mal. Problem ist, ich komme ja gar nicht so weit im Grunde. Ja. Was willst du sehen? Dazu ein paar dieser. Aber du bist hier. Freunde machen einen nicht schwach. Du machst, dann pass mal gut auf. Ja. Ja. Aha. Weißt du, was Kent? Genieß die Show, Kent. So. So, das ist schon mal gut gelaufen jetzt hier. So, dann machen wir jetzt den hier kalt. Komm! Ja, geht doch. So, Glück gehabt. Bisher sieht es ja ganz gut aus. Ist keine AP gerade. Okay, der hat doch schon mal gut getroffen. Komm schon. Das war Sinjin. So, und irgendwo ist hier noch die andere Perle. Da oben irgendwo. Ja, wenn Nick mir mal helfen kommen würde, wäre das alles wahrscheinlich auch deutlich apery. Ja, läuft. Wie viele Granaten will die noch werfen? Komm. Lebt er noch? Ja, okay, Glück gehabt, ey. Mein Gott. Puh, so, jetzt erstmal. Wo haben wir sie denn da? Uns einwerfen. Schnell speichern. So. Und dann gucken wir jetzt mal hier. Jo. Ja, können eine andere Rüstung anlegen wieder. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Kleidung. Und zwar die Silver Shroud Rüstung. Ach, guck mal. Ein Globus. Hier wird sich ja beladen. Ja, sonst müssen wir uns gleich noch eine Pille einwerfen. Kent, ich war noch nie so glücklich im Leben, jemanden zu sehen. Ja. Ist alles in Ordnung? Mein Bein bringt mich noch um, aber es könnte schlimmer sein. Ich höre auf. Mit allem. Die Verbrecherjagd ist einfach nicht mein Ding. Wirklich? Nach all dem willst du einfach aufhören? Ich wusste, hier draußen sieht es übel aus. Aber das... Ich glaube nicht mal Silver Shroud könnte das wieder hinkriegen. Wenn du jetzt aufhörst, haben die Bösen schon gewonnen. Du hast recht, aber ich bin müde. Ich will einfach nur nach Hause. Ich gehe zurück nach Good Neighbor. Danke, dass du mich gerettet hast, ehrlich. Aber ich bin genug. Triff dich als Shroud mit Hancock. Okay. Ja, sonst machen wir jetzt erstmal wieder so, dass wir erstmal hier wieder den ganzen Krempel anlegen.
Und vor allem irgendeine Klamotte hat uns ja, ja genau, hat uns ja ein bisschen mehr Beinfreiheit verschafft, sag ich mal. Die ist, ja, da ist die deutlich besser. So, dann können wir auch ein bisschen mehr tragen. Ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht. Dann sind wir halt jetzt gerade zwar nicht Shroud, aber ganz ehrlich, damit kann ich auch gerade dann noch ganz gut leben. Wobei ich vielleicht noch... Der Hut ist zwar nicht schlecht, aber ich würde dann tatsächlich den... Naja. Ich will nicht mehr kann. So, und wir müssen vor allem ihn hier uns mal angucken, weil der hat ja wahrscheinlich nichts Interessantes dabei. Willst du mich verarschen? Ach guck mal, Kampfrüstung. Okay, die Kampfrüstungen sind ja, glaube ich, besser tatsächlich als die Metallrüstung, ne? Ja, okay. Und hat er nichts dabei? Was, ach guck mal, wir können... Ach ja. Das ist mal eine Visitenkarte. Ach, das können wir hier gar nicht machen, okay. Können wir das bei Avery machen? Ne, können wir auch nicht, okay. So, wir haben doch aber hier noch irgendwo so einen zweiten umgenietet. Ja, hier liegt noch sein Gewehr, aber wo ist denn der Typ selber hin? Oder, achso, der ist wahrscheinlich, so, der ist wahrscheinlich durch die, ja, genau. Durch die Explosion der ganzen Granaten, die Perle hier durch die Gegend gepfeffert hat, durch die, auch selbst durch die Gegend geflogen. Ja, Jutti. Ist hier noch irgendwas zu holen? Da oben in dem Raum haben wir uns noch nicht umgeguckt. Ach ja, und hier noch nicht. Sprengstoffkiste. Das wäre es. Ja, nehmen wir alles mit. Jawohl. Zugklebeband nehmen wir mit. Metallkisten right away. Das ist uninteressant alles. Okay, schau. Gut. So, dann gucken wir noch hier oben. Ein bisschen Wasser. Ist hier oben auch eine Granate in die Luft geflogen? Perle hat es ja richtig drauf gehabt. Was war das? Ein Cheese brauchen wir nicht. Aha, das habe ich gesucht. Jo, 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 jo. Da haben wir jetzt. Geht da noch ein bisschen was? Klinkhorn. Aha, guck mal da. Schraubpatronen, jo, jo. Ja, dann sind wir hier ja durch, denke ich, ne? So, ist die Frage, wie wir hier rauskommen. Vor allem würde ich dann sagen... Na, hier kommen wir nicht so wieder raus, ne? Wir müssen tatsächlich, ja, wir müssen tatsächlich wieder nach oben fahren. Achso, ja, stimmt, wir haben ja in der letzten Folge da den Weg gesehen, praktisch, wie wir sozusagen schnell hier rauskommen. Würde ich sagen, machen wir das auch einfach. Ja, wo wo Nick abgeblieben ist zwischendurch, ich habe keine Ahnung. Dem hat er zwar immer alles schön gefallen, was wir hier so gemacht haben, aber wirklich hinterhergekommen ist er ja nicht der Arsch. Ach guck, da ist er. Ja, schön. Gut zu wissen. Na, egal. Dann ab dafür. So, da wir als Shroud praktisch dahin müssen und wir so viel Zeug haben, würde ich nochmal einen kurzen Abstecher tatsächlich nach, wie heißt es nochmal? Nein, in unser Heimatdörfchen machen. Um da ein bisschen Schrott abzuladen. Und dann können wir wieder etwas entschlackt praktisch in, nach Good Neighbor reisen. So, ach ja, genau, Sanctuary, auf geht's. Ja, und da werde ich dann auch mal, also ich werde mir das mal jetzt angucken gleich, was diese Gamma-Kanone noch so kann, wenn man die so ein bisschen aufbrezelt, weil wir haben ja jetzt auch nicht ohne Grund die Laserwaffen Verbesserung, Erweiterung, also da hier Technik, Waffenfreak ohne Grund da ein bisschen aufgebrezelt, aber ich befürchte fast, dass die Waffe nicht so geil wird. Nette Ausstattung. Sowas hätte ich in der Agentur auch gerne. So, mal sehen. Standardschlüssel. Tiefe. Ach, Schüssel. Die Schlüssel. Schlüssel. Was ist das denn? Okay, die. Moment. Sieh einer an. Hier ist eine Waffe.
Was? Wie wird das sein? Hogwart? Nick, hallo? Wo bist du hier? Wo hast du denn hier eine Waffe gefunden? Na gut. Entschuldigung. War jetzt etwas abgelenkt von dem Kollegen. Standardgriff, Scharfschützengriff. Die Präzision ein bisschen, aber ganz ehrlich, keine Mündung von mir. Trägersignalantennen, ist aber auch schön. Abzug gedrückt halten und durch Aufladen zusätzlich elektrischen Schaden zu verursachen. Oh, das ist natürlich gar nicht so schlecht. Verbesserte Feuerrate, okay. Na gut, also wirklich, flashen tut mich das jetzt gerade nicht leider, muss ich ja gestehen. So, dann würde ich sagen, nehmen wir die hier auseinander. Jo. Die behalten wir ja alle noch hier. So, ich denke mal hier, die Waffen waren ja eigentlich schon mehr oder weniger alle komplett ausgebaut, ne? Mehr oder weniger zumindest. Beziehungsweise da wird uns jetzt diese Geschichte, die wir vorhin gelevelt haben oder beim letzten Mal gelevelt haben, nicht viel weiterbringen. Wir könnten jetzt den 5-Stufen-Kondensator nehmen. Aber ganz ehrlich, im Moment brauche ich das noch nicht. Da sind wir schon auf maximaler Stufe tatsächlich, so wie es aussieht. Ja, kommen wir nicht weiter. Vollständige Kolben geht nicht besser. Haben wir das Aufklärungs... Zielfernrohr, okay. Und gut, Mündungsbremse. Ja, Mündungsbremse können wir jetzt machen. Konnten wir schon beim letzten Mal, aber gut. So, was haben wir denn hier? Strahlenstreuer teilt den Strahl mehrere Geschosse auf den größeren Teilbereich. Ne, wir wollen das ja nicht zu einer Schrotflinte umbauen. Eher sowas wollen wir ja machen, ne? Erhöht Reichweite, Präzision und Rückstoßdämpfung. Oder das hier. Überlegene Rückstoßdämpfung, verringerte Reichweite. Naja, dann machen wir das hier. Brauchen wir das? Ach ja, komm, das ist jetzt auch nicht so viel. Wobei es natürlich schon deutlich schwerer wird dadurch die Waffe, ne? Einfach mal 200 Kilo. Naja. So. Ja, wie gesagt, ich denke mal, das war's aber dann auch, ne? Hier zumindest bei den Waffen. Zack. So, dann laden wir mal ein bisschen was ab. Warte mal. Hier war ja so Scheißzeug drin, ne? Da würde ich dann auch erstmal die Gamma-Kanone tatsächlich reinpacken. Sonst noch was hier, was wir jetzt ablegen könnten? Ne, ne, der Rest würde ich ja behalten wollen. Wie ist denn das mit Granaten und so weiter? Wo haben wir die denn hingepackt? Die hier drin geworden. Naja. Zack. So. Ja, wir sind hier auch gleich schon fertig. Ich würde jetzt noch einmal noch gucken, ob wir den hier noch ausbauen können. Verstärkt. Boah, ey. Toll. Vor allem, um einen Punkt mehr zu kriegen, kosten, wiegt ja auch einfach mal ein Kilo mehr, ey. Na, egal. So. Aber es könnte ja... Nee, besser machen können wir die Sachen ja noch nicht, ne? Aber gut. So. Sonst noch irgendwas, was wir groß ablegen können? Im Moment nicht. Ich würde jetzt auch erstmal... sagen, wobei, na gut, wenn wir schon hier sind, dann gucke ich noch mal eben noch was. Quatsch. Wir hier noch, genau, wir haben ja noch genau 2 Coca-Cola Quantums, die würde ich mal eben hier noch wegwerfen, einsortieren mal irgendwann mal später schön. Zack. Sonst noch irgendwas, was wir ablegen können? Jo. Pakete brauchen wir wohl auch nicht alle. Brauchen wir auch nicht so viele mit uns rumschleppen. Relics. Ja. Ja.
auch ein paar ablegen. Stealth Boys brauchen wir auch nicht so viele. So, was? Das wiegt alles nix. Das können wir gleich noch ablegen. Die wiegen ja auch alle nix. Gut, alles klar. So. Zack. Tee. Ja. Ja. So. Dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge einfach, sonst wird das jetzt zu aufwendig. Ich gucke, ob ich hier noch ein bisschen was friemel vor mich hin und dann gucken wir in der nächsten Folge weiter. Also, ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.